Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Ja, Schichtbeginn. Dann gucken wir einfach mal, was für ein Einsatz reinkommt. Ja, sportlich wie ich bin, laufe ich da erstmal hoch. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefällt, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, sage ich schon mal Dankeschön. Für alle neuen Zuschauer, ja, wenn ihr möchtet und ihr findet meinen Content interessant, ja, dann abonniert meinen Channel und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ja, gut, dann schauen wir mal, was wir für einen Einsatz reinbekommen. Achtung, Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF 1 am Hang. Wunderbar, das TLF hat einen Notfall. Haha, sehr schön. Oh, okay. Hier haben wir unser TLF. Ist es nicht schön? Das ist da richtig schön. Ja, gut. Dann steigen wir mal ein und schauen wir mal. Containerbrand. Ja. Ist immer so. Containerbrand, ich sag's immer so, ist immer so. Ja, so ein Oberbegriff irgendwie. Kann eine Aschentonne sein? Kann er wirklich ein Container sein? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Rauchfälle bestätigt. Wir werden eingewiesen, kommen. Verstanden, Ende. Okay. Ja, Rauchsäule ist bestätigt, mehr wissen wir nicht. Okay, super. Also es gibt schon mal eine Rauchsäule. Also ist es schon mal so, dass wirklich, ja, es kein Fehlalarm ist. Wobei, ich sag's euch, das wäre echt ein cooles Future, wenn es geben würde, dass da mal Fehlalarm geben würde und so weiter, ja. Also dass generell oder grundsätzlich mal die Spielmechaniken nochmal überarbeitet werden, weil ich hatte letztens so einen Wohnungseinsatz und hier war es halt dann echt so, also im Wohnungsbrandeinsatz, ich konnte nicht abschließen, weil es nicht funktioniert hat. Das ist echt ärgerlich. Sowas, ja. Und sowas würde ich mir mal wünschen, dass das überarbeiten. Und noch ein paar, ja, zusätzliche geile Futures einbauen. Ja, dass zum Beispiel auch mal einen Fehlalarm gibt und so weiter. Oder was auch cool wäre, dass man zum Beispiel Einheiten zum Einsatz senden kann und selber man aber nicht dabei sein muss. Ah ja. Recyclinghof brennt. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung. 10 Kubikmeter Container in Vollbrand. Lage wird weiter erkundet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So, also, dann machen wir mal Folgendes. Wir sitzen ab und dann würde ich mal, ich alarmiere mal das LF24. Noch zusätzlich. Okay, gut. So. Also, dann machen wir mal eine Brandbekämpfung. Wir machen einen Löschwassereingang. Ich alarmiere jetzt deswegen nach, weil, ja, wie soll ich es erklären? Nicht, dass das übergreift. So. Gut. Nein, was macht er denn jetzt? Hallo? Das brauche ich. So. Wo müssen wir hin? Ah, unter Flur. So. Dann stöpseln wir mal uns an, ne? Ah, finden. So. Upsala. Dann holen wir uns mal den B-Schlauch. Besser.
So, ne? Mann. Mach ich ihn jetzt für einen Scheiß? Ne, passt schon, oder? Das ist doch der B-Schlauch, oder? Der B-Schlauch, ja. Natürlich, warum kann ich den so aufheben? Hier. So. Warum sagt er immer, was soll ich denn hier machen, was zu machen? Na? Okay, gut, machen wir eine Brandbekämpfung, einen Löschangriff. Schnellangriffs. Aber er hat doch gar nicht. Macht der was? Ah, der legt nochmal einen B-Schlauch. Okay, ja gut. So, jetzt passt auf, die Kollegen sind da. Die machen jetzt mal. Die sitzen mal ab. Na gut, dann schnappt sich er mal den Atemschutz. So, ne? Ne? Ja, müssen wir mal so machen. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Okay, dann nehmen wir mal den Ziel. Leitstelle Mülheim, kommen. Ja. Weitere Lagemeldung, PA zur Brandbekämpfung vor. Brand unter Kontrolle. Kommen. So, dann machen wir hier schnell mal einen Löschwassereingang auch. Und ja, dann brauchen wir hier mal ein Foto für die Presse. Wenn die jetzt mal das Quatschen aufhören würde, dann könnt ihr mal ein Foto machen. So, dann machen wir erstmal was anderes. Brandbekämpfung, Löschangriff, Schnellangriffsvorrichtung. So. Okay, gut. Oh, Alter, was labert der da hinten? Wahnsinn, sind sie das? Ich möchte eine Aufnahme machen und der labert und labert und labert und labert und labert. Das ist, hat schon da Leute gegeben, die sind tot gewesen vor lauter Labern, ey. Alter, unterhalte dich mit ihm nicht. Kurze Futze nochmal. Du was arbeiten, hey, eins. Sie! Schnauze jetzt, ruhig! Alter, das kann's echt nicht sein. Wahnsinn. Hat der Viagra fressen oder was? Eine 10er-Packung oder was, weil der so viel labert. Und weiter? Nein! Und der Kollege auch noch oder so. Und weiter? Und ach, mein schönes. Ja, und dann bin ich ja noch Kaffee trinken gegangen. Ach so. Ja, ja, dann war ich noch Kaffee trinken und. Ja, und dann, ja, dann hat es noch einen Kuchen gegeben. Hallo, Herr Kommandant, mit Ihnen möchte ich auch noch reden. Ja, genau. Nee. So, wir wollen jetzt hier löschen. Ja, super. Okay, ja. So. Auto und Blauschlau raus, das ist ja Wahnsinn, oder? So einfach, wow. Ja, der Container brennt, ja, egal. Ich habe jetzt einen Smalltalk zu führen, ne? Warum ist eigentlich der ganze Recyclinghof abbrannt? Naja, der Smalltalk und der Kaffee und das Kuchen war einfach so lecker, ne? Naja, schätze beiseite, Leute. Okidoki. Wir überfluten das Ganze hier jetzt einfach mal. So. Ja.
Okay, wunderbar. Dann gucken wir mal. So, dann schauen wir mal Folgendes. Wir machen jetzt einfach mal... wir suchen nach Glutnestern. Glüht noch was nach. Okay, also es sieht schon mal nicht gut aus, ja. Dann müssen wir... machen die das jetzt automatisch? Müssen wir was gucken? Jetzt passt mal auf. Nein. Okay, gut. Dann müssen wir das anders machen. Dann schnappen wir uns da einen Mann hier. Und. Ja, komm, hoch mit dir. So, hier öffnen wir mal. Denn wir brauchen. Wo ist denn die Gabel? Hm? Wo ist denn hier die Gabel? Ich finde sie nicht. Das hatte ich letztens schon. Habe ich die auch nicht gefunden? Ne? Komisch. Ja, dann wird sie wahrscheinlich im TLF sein. Legen wir sie mal ab hier. Ne? Komm, leg ab. Da wird es oben beim TLF ist auf jeden Fall eine drin. Also so eine Heugabel meine ich. Nein, du sollst da hochgehen. So, schaut's mal, wie ich. Oh. Nee, was macht er jetzt? Hallo? Was wollt ihr? So, jetzt. So. Dann schauen wir mal. Okay, wunderbar. Ja, aber es brennt ganz schön. Perfekt, jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt schauen wir mal nochmal. Ja. Na, irgendwie. Gehen wir mal auf ihn darüber. Achso, der löscht nochmal nach. Hat er jetzt aufgehört? Ja. Ja, da muss immer so eine Skriptabfolge laufen und dann kann man erst wieder den nächsten Punkt machen gehen. So, jetzt schauen wir mal. Und wenn es passt, dann ist der Einsatz beendet, ja. Hoffe ich mal.
Okay, super, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, packen wir zusammen. Nehmen wir mal auf da. Da räumen wir gleich mal. No. Hallöchen. Da muss man in die Ego-Perspektive gehen. Na. Hallo? Kannst du mich platzieren? Jetzt mal. Jetzt kann ich es platzieren. Sehr schön. Was macht er denn? Er lässt da oben offen. Perfekt. So. Lauchtragen noch ran ans Fahrzeug. Ja, toll. Da oben ist der Deckel noch offen. Vielleicht machen sie ja noch zu. Schauen wir einfach mal. Könnte es sein? Ja, ich glaube ja. Genau, perfekt, okay. Hätte er ja gleich machen können, dann hätte er sich den Weg jetzt dann nochmal hoch sparen können, ja. Okay, perfekt, super. Ja, Brand ist gelöscht, wir können abrücken. Oh ne. Was machen denn die da jetzt? Wo gehen denn die jetzt hin? Hallo? Ja, okay. Das ist jetzt der Protest hinter Gittern oder was? Was machen die denn da jetzt? Okay, gut. Wir rücken ab. Ja, wir rücken einfach ab. Keine Ahnung, was die da vorhaben, naja. So. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus. Einsatzstelle an Mitarbeiter übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Ja, das ist verstanden. Ende. Perfekt. Okay, Einsatz ist abgeschlossen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es schon wieder für heute. Ja, dann danke ich euch mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt ja gerne mal auch in die Kommentare was reinschreiben, wie euch denn dieses Spiel so gefällt, wenn ihr es kennt. Was ihr gut findet, was ihr überhaupt nicht gut findet und so weiter. Ja. Gut, in diesem Sinne, ich bin draußen. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Servus.